Und die Gegend hier gefällt mir schon wieder eher weniger. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Oh, das Geblitze und das Gedonne, ne? Es ist ja nicht so, dass ich Regenwetter nicht mag. Ich mag das eigentlich, ganz ehrlich. Aber natürlich nur, wenn ich daheim im heimischen Wohnheim sein kann. Wohneigentum sein kann. Oder wie sagt man das? Zu Hause sein kann einfach. Zu Hause im warmen Bett, da gefällt es mir schon, wenn es draußen so richtig stürmt und der Wind geht. Aber ganz ehrlich, so hier auf der Mülldeponie, weiß ich jetzt nicht. Halt dich! Halten, jawohl, halten, hier. Hochziehen, und was haben wir denn hier? Oh, jawohl, weiter geht's. Also, was haben wir hier? Okay, ich glaube, wir müssen uns da wieder hochkämpfen. Kann ich mich da irgendwie halten oder rüberschwingen oder wie soll das gehen? So? Nein, das reicht doch nicht. Niemals. Kann ich hier unten? Jawohl, hier unten geht's weiter. Was muss ich denn hier? Sieht mir so aus, als müsste ich wieder etwas mitnehmen. Jawohl, hier diese Flasche. Kommt jetzt mit. Jawohl. Festziehen. Okay. Und mitziehen das ganze Abfallzeugs hier. Schaut euch mal da diesen Schutt an, der hier rumliegt. So eine schöne Gegend zuvor gezeigt. Und jetzt so eine Kacke hier. Boom, der Blitz schlägt schon wieder ein. Ich glaube, die Flasche, die muss da rein. Okay, und jetzt. Hier befestigen. Rüber. Mit der Flasche rüber. Jawohl. Oh. Hier befestigen. Das gibt uns doch ein Sprungbrett. Jawohl. Und hoch und. Oh, das hat nicht gereicht. Hoch und schießen. Jawohl. Und hochziehen. Okay, und jetzt. Da kann ich nichts machen. Okay. Muss ich denn hier auf das Fass hier drüben irgendwie? Oh. Komm ich da hoch? Nein. Komm ich nicht hoch? Komm ich doch niemals hoch? Da drüben ist wieder eine Markierung oben. Jawohl, das kann ich sehen. Also auf der rechten Seite oben an dieser Palette. Da drüben, da funkelt schon was. Aber wie komme ich denn hier hoch? Das hat doch irgendetwas mit diesem Fass da drüben auf sich. Aber was muss ich denn da tun? Hier rüber angeln oder jetzt? Irgendwie. Nein, verstehe ich nicht. Verstehe ich gerade nicht. Hm. Von hier drüben, da komme ich nicht weiter. Also hier würde ich ins vergiftete Wasser fallen und wäre so gut wie futsch. Hier komme ich zwar hoch, kann mich hier auch hochziehen, aber das nützt mir nichts. Da drüben, da ist halt einfach gar nichts. Also ich verstehe das jetzt mal kurz nicht, wie das hier gehen soll. Zieh mich hier. Oh ja, oh ja. Das war jetzt aber geil. Oh, jetzt aufpassen. Und loslassen. Weiter hier. Was? Wieso ist denn Voldy jetzt tot? Was denn? Wieso hat es ihn denn jetzt erwischt? Das hat doch alles gepasst hier. Das verstehe ich jetzt nicht. Wurde ich von den... Oh, komm schon, Freunde. Ganz ehrlich. Ich mag das Spiel. Ganz ehrlich. Ich mag das Spiel. Natürlich auch Züge. Für diejenigen, die es kennen. Ich mag Züge. Aber es ist schon ganz ehrlich. Also teilweise... Oh, mit der Steuerung hier und all dem Ganzen. Es ist schon... Wow. Es ist schon auch fordernd hier.
ist nicht ohne, dieses Spiel. Und? Ja, da komme ich doch nicht hoch. Da komme ich doch nicht hoch. Meine Güte. Wollt ihr mal wieder voll in die Säure rein? Entschuldige, Wolli, das tut mir echt leid, aber das Spiel ist halt einfach nicht ohne. Jetzt wäre ich schon fast wieder abgestürzt hier. Es ist halt immer dasselbe. Ich versuche dann, mich zu beeilen. Da ich denke, für euch, für das Let's Play, da muss da schon etwas gehen. Und dann beeile ich mich wieder und donnere halt wieder irgendwo mitten rein. Und jetzt aufpassen, auf die Fässer aufpassen. Schön links bleiben. Okay. Und jetzt schwingen. Und jetzt, oh Gott. Hopp. Ja, und jetzt? Da kommen wir rüber, rüber, rüber. Hopp, jawohl. Okay, und hier oben, zack, und weg. Jawohl. Da oben haben wir noch ein Geheimnis. Das wollen wir natürlich holen. Wie komme ich denn hier hoch? Hopp. Nein. Ich will jetzt hier das Geheimnis holen. Komm schon, Wolli. Wie kommst du denn hier hoch? Wie soll ich denn hier hochkommen? Freunde? Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn klappen jetzt? Komme ich von hier darüber? Das klappt doch nicht. Klappt das? Das klappt, komm schon. Das klappt. Das klappt niemals. Wie komme ich hier hoch? Oh, das ist ja obernervig. So nah und doch so fern. Wie soll das gehen? Muss ich hier auf den Ast drauf? Oder mehr Seil geben? Hopp. Nein, da komme ich niemals hoch. Das soll jetzt wieder einer verstehen. Also hier komme ich gut hoch. Komme ich hier oben auch auf den Ast drauf? Nein. Oh! Uiuiui, jetzt hat es mich noch beinahe erwischt hier. Oh! Oh, komm schon. Wie blöd ich mich da gerade angestellt habe. Ja, und jetzt natürlich wieder. Ich will jetzt dieses verdammte... Entschuldigung. Ich will dieses Geheimnis holen. Wie soll das denn gehen? Wie soll das nur klappen? Habe ich hier drüben irgendetwas übersehen, oder? Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Das glaube ich nicht. Kann ich mich so weit hochschwingen und loslassen, dass ich da hochkomme? Nein, das glaube ich auch nicht. Ehrlich gesagt, das glaube ich nicht. Mal sehen, muss ich eventuell hier auf die andere Seite und hochgehen? Aber wie sich das im Wasser spiegelt hier. Hopp. Ja, okay. Was war das denn? Muss ich mich jetzt hier rüberschwingen? Das reicht doch niemals. Wie komme ich denn bloß hier hoch? Das wurmt mich jetzt. Ich möchte da hoch. Also mit Schwingen geht das nicht. Das schon mal vorne weg. Kann ich hier dieses Holzscheit rausziehen? Na komm. Jawohl, das geht. Das geht. Und? Na komm, Wolli. Schieb's hin. Kommst du jetzt hier hoch? Oh yeah. Und da ist es. Jawohl. Das hätten wir dann mal geschafft. Und weiter geht's. Hier rüber. Und hier, der ganze Wald stirbt immer mehr ab hier. Freunde, Wolli ist kalt, es regnet, es wird dunkel, dunkel, nicht mehr so schön sonnig. Und überall diese Rauchschwaden, die da aufsteigen. Das Gedonnere und das Geblitze. Und das, was am meisten wehtut. Der absterbende Wald hier. Freunde, oh, oh, oh. Das sieht nicht nur gut aus hier. Oh, oh, sehr rutschig hier. Oh, komm schon, Fitnesstraining. Yeah, 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 yeah.
Okay, Waldi ist wieder bereit. Fitnesstraining hat er hinter sich gebracht. Und ich bin hier etwas vorsichtig, denn das Spiel hat mich gelernt, da kann alles kommen. Oh, Freunde und Freundinnen, schaut euch hier an. Hier vorne noch das schöne grüne Moos auf dem Stein. Und doch, Waldi, schaut ihn euch an. Der arme Kerl. Hier hinten alles tot. Alles tote Pflanzen, tote Bäume. Alles war vergänglich. Auch die Natur ist vergänglich, Freunde. Aber diese Erinnerung, ganz ehrlich, boah, weiß ich nicht. Natürlich gibt es nicht nur schöne Erinnerungen. Yeah! Woo. Kann ich hier den Jackson machen? Oh, was haben wir hier drin? Ah nein, das ist die eigene Schnur. Kann ich hier den Moonwalk machen? Moonwalk, yeah! Okay, was ich sagen wollte, es gibt natürlich nicht nur schöne Erinnerungen, das ist mir absolut klar. Aber sind es nicht diese Erinnerungen, die wir eigentlich nicht behalten wollen, die wir verdrängen wollen? Komme ich denn hier bloß rüber? Keine Ahnung. Sind es nicht diese... Oi, oi, oi. Was war das denn jetzt? Oh, 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 oh. Was ist da rüber? Oh, oh. Und, oi, oi, oi. Was für ein geiler Move hier. Der Blitz hat dann eingeschlagen. Und, was kommt denn da? Oi, 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 oi. Oh mein Gott, Waldi. Hoffentlich ist alles okay. Noch alles dran? Jawohl, mein Freund. Alles dran, alles dran. Da bin ich aber froh. Da bin ich froh. Ich dachte schon, ich hätte ihn verloren hier. Und schaut euch diese Szenerie wieder an. Oh mein Gott. Naja. Wie gesagt, es sind halt auch diese Erinnerungen, die wir halt teilweise versuchen zu vergessen. Aber ich bin ja der Meinung, dass Vergessen nicht immer das beste Rezept ist. Denn natürlich heilt die Zeit Wunden, aber ich glaube einfach, man sollte sich auch noch an schlechte Zeiten teilweise erinnern können, ohne das Gefühl zu haben, dass da alles für die Katz war oder, weiß doch nicht, bei einer Ex-Freundin oder bei einem Projekt, das man gestartet hat und irgendwie gefloppt hat oder, ich weiß nicht, man sollte auch die eher negativen Erinnerungen trotzdem mit sich tragen, denn ich glaube einfach, jeder nimmt sein Paket mit, wenn es ums Leben geht. Jeder hat seinen Rucksack zu tragen, hat seine Bürde mit sich zu tragen und ich finde das halt fast schon ein Verleugnen, wenn man das nicht mittragen oder auch als Erinnerung mitnehmen will. Wisst ihr, was ich meine? Quassel ich hier nur Blödsinn, dann bitte entschuldigt und sagt es mir via Kommentaren, aber ich bin halt der Überzeugung, man sollte auch die etwas schlechteren Erinnerungen für sich mitnehmen und das Gute darin sehen irgendwann. Lernen, daraus lernen vielleicht auch. Weiß nicht genau. Ich hoffe, ich quassle euch hier nicht zu großen Mist. Aber, ja, so bin ich halt. Na komm, da stecken wir ein hier. Jawohl, oh cool. Wie geil das jetzt hier funktioniert hat. Ich mag das Spiel echt. Ich mag das Spiel sehr. Es ist klein, aber fein und einfach unglaublich schön gemacht. Oh, jetzt haben wir natürlich hier Strom eingesteckt. Jetzt müsste das klappen da oben. Oh ja, oh ja, oh, oh, oh. Na, das wird ja wohl und weg. Jawohl, und hier. Kran runterlassen oder hoch. Hochziehen, jawohl. Oh, oh. Okay, da drüben haben wir doch... Okay, also hoch. Oh, oh nein. Okay. Hoch. Und jetzt rüber. Oh, das geht nicht. Freunde, wie soll das klappen? Hier komme ich nicht rüber. Wie soll das denn klappen hier? Was? Muss ich denn hier noch irgendetwas mitnehmen, oder? Wie soll das denn klappen?
kapier's mal wieder nicht. Passiert da noch was? Oder muss ich einfach mal stehen bleiben? Oder? Da kommt irgendwelches Öl raus oder so.